Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute möchte ich ein bisschen näher auf Leashes eingehen. Was einem hier auch auffällt, das ist, was ich letztes Mal meinte im letzten Video, 19.000 Spieler und 5.355 Partien. Also wichtiger ist ja 19.000 Spieler. Das ist wirklich, da muss man heutzutage, muss man nichts mehr für Online-Schach bezahlen. Das ist ja auch nicht schlechter. Wollt mal auf die Funktion eher eingehen. Turnier, Simultanschach, Lernen. Vor allem Spieler. Ich habe heute erst durch Zufall erfahren, dass Dr. Drunkenstein, dass das Magnus Carlsen ist. Das wusste ich gar nicht. Weiß gar nicht, was die Flügel bedeuten. Leashes Patron. Was heißt das, Leashes Patron? Werbepartner? Jan Lee. Ich weiß, dass Lawrence 5500, ich glaube, das ist Lawrence Trent. Jan Lee, hatte ich auch schon mal gelesen. Was heißt denn LM? LM. NM will ich ja verstehen. Nationaler Meister. Aber LM? Hier auch LM. Oder ist es IM? Weil von Lawrence Trent weiß ich, der ist IM. Aber dann würde ja LM stehen. Was heißt denn LM, verdammte Axt? Schreibt es ja in die Kommentare, was LM heißt. Bestimmt nicht Luschenmaster. Ich weiß es nicht, ich versuche mal eine Partie zu spielen. Wenn ich die genauso gut spiele wie die heutigen Partien alle, dann kann das ja was werden. Wo pflaste ich mich denn hier hin? Mein edles Antlitz. Das sollte nicht unbedingt im Brett sein, aber auch nicht zu. Wenn ich es rechts hinsetze, dann ist es, wenn ich Pech habe, über der Uhr. Ich kann das nur noch verschieben. 2 plus 1 wieder. Erstaunlich, dass die Spieler dann trotzdem auf Zeit verlieren. Ich finde das bei Schach.de ein bisschen schade, dass da so viele verschiedene Bedenkzeiten am Start sind. Ich muss das mal machen, hier unten, wenn die Partie vorbei ist. Was mache ich denn auf B5, Läufer E2, Läufer B7, Läufer F3? Würde das auch gehen? Zieh mal lieber den Läufer hier zurück. Dame H5 könnte drohen. Was, wenn ich trotzdem Dame H5 ziehe? Wenn er schlägt, Dame schlägt. Dann hätte ich ein Remis. Läufer schlägt Schach, König schlägt, Dame H5, Schach, König G8, Dame Schach. Oh, ich glaube, ich mache mal ein Remis. Dame H5, G6, Springer, Bauer, Dame. Dame H5, E5 schlägt, Läufer schlägt, Dame schlägt. Das ist jetzt so eine Frage. Ich mache mal Dame H5. Ich hatte mit was anderem gerechnet. Wenn ich schlage, er schlägt, was, wenn ich den Bauern vorziehe, hat die Dame da keine Felder mehr? Turm, obwohl, wenn er die angreift, dann habe ich ja die Springer vor. Also Turm F8, ich schlage ihn einfach raus. Turm hier will sogar die Qualität kosten. Ich hätte auch hier nehmen können stattdessen. Da kann ich ja immer noch.
Ich einfach mal die Dame jetzt rüber und drohe hier das Matt. Das ist aber allmählich Agonie hier, was er da macht. Ich bringe ja 5 Häuser einfach raus. Obwohl ich noch Remis spielen wollte. Komisch. Jetzt glaube ich ihn an. Ich drohe dann auf G6 zu nehmen. Springer F5 ist immer noch am Durchhängen. Wenn er hier nimmt, nehme ich hier einen Doppelschach. Gut gewonnen. Meine Güte, ist ja fantastisch. Wie sehr die. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, auf Remis zu spielen. Mit der Dauerschachschaukel. Alle Lipo hat keine Lust auf Revanche. Das war ja nur, um das hier zu zeigen. Und dann gebt einen Daumen rauf oder runter, wie ihr Bock habt. Ich mache jetzt Schluss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.